Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Video. Entschuldigt manchmal die Tonqualität. Mein iPhone hat wohl beim letzten Film Schaden genommen, als es runtergefallen ist und das Display gebrochen ist. Und ich habe es nicht gemerkt, offenbar ist auch eben irgendwas mit dem Ton. Ja, YouTube machen lohnt sich nicht. Das legt man mehr drauf. Echt scheiße. Ja gut, also dann, ich fahre jetzt in diesem Video quer durch Bulgarien durch, Richtung rumänische Grenze. Okay, dann lassen wir los. So, ich bin jetzt auf der 866. Fahre ich wieder Richtung Norden aus den Rhodopen langsam raus. Die Straße ist sehr gut befahrbar, hat kaum Verkehr, ab und zu ein Lastwagen, LKW, sonst ja fast nichts los. Wunderschöne Berglandschaft, ein riesen Stausee habe ich passiert. Hier ist schon der nächste Stausee, ich fahre jetzt da über die Brücke und in den Tunnel rein. Fantastische Aussicht. Hier ist eine Baustelle. So, jetzt fahre ich wieder aus der Stadt Kirchin und jetzt habe ich wieder mal Flachland. Schon lange nicht mehr gesehen. Die Straße sieht zwar toll aus, aber ist scheiße zum Fahren mit diesen Steinen. So, schaut euch den mal an. Die Eisenträger schauen nur so raus. So, unterdessen bin ich in Plovdiv gelandet, eine Großstadt, 500.000 Einwohner. Wegen den Stoßdämpfern. Ich bin da ein bisschen rumgefahren, Schrauben gesucht, jetzt habe ich mal 10,9 Stärke. Jetzt beide Stoßdämpfer, einer ging gut die Schraube raus, die andere ist auch abgebrochen, die habe ich schnell kontrolliert, die ist in der Mitte abgebrochen, ich musste alles aufbohren und das habe ich hier gemacht. So in einem Hinterhof-Truck-Store, der Mann, der hat alles Werkzeug gehabt und ich konnte da alles ausleihen. Ich habe ihm dafür zwei kleine Wechselrichter gegeben und ein Autoradio und für das Werkzeug, das er mir ausgeliehen hat. So, und jetzt muss ich mir einen Platz suchen, irgendwo außerhalb der Stadt, weil hier kostet sonst 5 Euro Parkwächter, aber ich brauche ja kein Security. Die große Kirschenernte ist angesagt, überall sind sie im Kirschenpflücken. Das sind aber Niederstammbäume, ich finde, die schmecken nicht so gut wie die Ursorten. Geile Räder, eh? Das ist Blustoff von oben. Ich habe mich ein bisschen außerhalb hingesetzt, ins Grüne. Und überall bauen sie Einfamilienhäuser. Kreuz und quer. Zwischen den Plantagen noch. Überall am Bauen. Geld fließt, hä? Da unten eben Plovdiv. Und ich muss meinen Camper wiederfinden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. So ungefähr. Ja, vielleicht noch etwas zu der Hundehaltung. Also die meisten Tiere haben es wirklich nicht schön da hinten. Die sind die ganze Zeit an der Leine, die meisten. Es gibt Ausnahmen wie den vorher. Aber sonst haben sie eine kurze Kette. Manche sind wenigstens im Hof frei. Wie diese jetzt, andere sind eingesperrt. Und, oder das Leben lang an der Kette. Also hier ist das Gegenteil von unserer Region, wo die Hunde mehrheitlich verwöhnt sind. Hier, ja, schade. So, wo ist mein Camper? Irgendwo da unten. Er ist doch noch zu klein.
Also wenn ich solche Zucht sehe, dann graut mir die Haare. Ich meine, der Baum, der hat so viel zu tragen, das ist einfach nur noch auf Ertrag ausgerichtet. Der Schmack geht dabei garantiert drauf. Also da kann man sich echt verirren, du. Da oben ist mein Camper. Ich habe ihn hier vermutet. Wenigstens sehe ich ihn jetzt. Mann, oh Mann. So, das war mein Nachtplatz. Ja. Stunde gelaufen. Da hinten fangen übrigens die Rhodopen an, gleich da hinten. Und eben da geht es runter zur Stadt. So, ich fahre jetzt in die Stadt nach Plovdiv. Ein paar Dinge besorgen für den LKW. Abschließbare Tankdeckel zum Beispiel. Ja, und schaut mal, wo ich da durch muss. Ein kleiner Bach. Da bin ich gestern schon durch. Ja, das ist hier normal im Land. Das gehört einfach dazu. Das war jetzt nicht sehr anspruchsvoll. So, zweites Ziel erreicht. Vorher war ich im Praktiker, habe noch ein paar Dinge gekauft. Ist alles stinkbillig. Und jetzt bin ich hier in diesem Truckshop, habe mir einen abschließbaren Tankdeckel gekauft und eine Ventilverlängerung. Alles stinkbillig, also muss sagen. Gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der mein iPhone repariert. Ich war schon in zwei Shops, alle können es nicht, zu neu. Dafür trifft man solche schöne Plätze. Ein Park mitten in der Stadt. Bin mit dem Rad unterwegs, geht am einfachsten. Nächstes interessantes Objekt, ein Viadukt. Hat da die Stadt wohl mit Wasser versorgt. So, ich habe jetzt meine Schrauben gefunden mit 12,9 Stärke für die Stoßdämpfer. Hier bei diesem Mann in diesem Shop, halbe Stadt abgefahren, aber geil, er hat es. Okay. Ja, und zum zweiten Mal, jetzt muss ich meinen Camper wiederfinden. Ich habe mir leider keine Position markiert, aber ja, ich weiß, es ist von einem Store in der Nähe. Dann nehme ich das mal als Ziel und den Rest muss ich raussuchen. Wieder was Historisches. Ich bin wohl mitten in der Altstadt gelandet, ein Theater. Ohne Reiseführer, ich finde das Zeug irgendwie. Hä? Wohnmobil gefunden, ich bin jetzt am Rausfahren von der Stadt und hier kommen alle eure gebrauchten Autos hin. Das ganze Gebiet ist voller mit solchen Händlern, rechts und links. So, ich fahre jetzt nordwärts zu den nächsten Bergen, aber ich weiß nicht mal, wie die heißen, was mich da erwartet. Spontan Entscheid. Und dann denke ich, fahre ich nach Rumänien. So, ich habe meinen Übernachtungsplatz gefunden und da hinten geiles Wetter. Da sieht es schon anders aus. Stehe da voll abgelegen. Ja, morgen dann mehr. Wir verlassen jetzt Trojan. Gestern war ich noch auswärts essen. 10 Euro Pizza, 10 Zwiebelringe und ein Cola. Das ist extrem günstig. Aber ein Problem ist, die meisten akzeptieren keine Karte. Du musst immer Bargeld haben. Ich habe kein Bargeld mehr. Und wechseln lohnt sich nicht mehr. Da habe ich viele Spesen drauf. Ja, jetzt fahre ich weiter Richtung rumänische Grenze, an die Donau. Und zwar auf der 35. 10 Kilometer weiter. Also die Straße ist super befahrbar. Herrliche Landschaft.
So, ich finde, der Mario ist etwas leise geworden, seit ich es hinten geschafft habe, da die Fahrerkabine zum Aufbau abzudichten. Das lauteste, was man jetzt noch hört, sind die vorderen Reifen. Es sind halt auch mit Stollenprofil und das merkt man schon. Aber sonst, der Motor oder so, höre ich hier nicht mehr. So, wir machen eine Pause. Da unten hat es einen See. Jetzt muss ich gucken, ob ich den erreiche. Ja, ich glaube möglich. Wobei ein guter Platz ist es nicht. Ich hoffe, ich stehe dann gerade. So, mein Pausenplatz. Zu übernachten ist es aber nichts, weil die Hauptstraße gleich da ist. So, ich musste da winken. Jetzt fahre ich wieder raus. Was bauen Sie denn da? Eine Riesenröhre? Wasser oder was könnte das sein? Weiß das jemand von euch? Ja, vermutlich ist es Wasser, weil gleich danach kommt ein Stausee. Die stehen übrigens überall, die kontrollieren die Vignette, ob die gelöst sind. Aber ich brauche keine Vignette. Ich muss ja, weil ich über 3,5 Tonnen bin, vor jeder Fahrt die Strecke auswählen und dann bezahlen. Aber diese Strecke hier kostet nichts für die, die über 3,5 Tonnen sind. Alle anderen müssen eine Vignette haben. Aber die 35, auf der ich jetzt fahre, die kostet wirklich nichts für mich. Bis hoch zur Grenze zur Donau. Und es ist wunderschön, ich kann euch das empfehlen, einfach mal quer durchs Land zu fahren. Ihr seht's also. Ja, und Wohnmobile sieht man hier kaum, wenn dann mal ein altes von einem Bulgaren, aber ein neues habe ich erst eines gesehen. Aber sonst, hier ist noch alles frei. Jetzt sogar doppelspurig und die Straße ist wunderbar zum Fahren. Jetzt kommen wir in die nächste größere Stadt, die heißt glaube ich Kleven oder so. Ja, Kleven heißt sie, genau. Ja, und der Navi führt mich mitten durch. He? Ich hoffe, das geht gut. 7 Tonnen, das habe ich genau. Sogar ein bisschen weniger, denke ich. So, ich habe schnell außerhalb der Stadt parkiert und bin mit dem Bike in die Stadt. Ich habe noch ein paar Ersatzteile für den LKW besorgt, unter anderem diese LED-Lichter, die kommen da oben an den Alkoven dran, weil die sind klein, die anderen sind zu groß, da haben sich schon Äste verhangen. Jetzt frage ich euch, hat jemand einen 3D-Drucker, weil ich muss noch ein Gehäuse machen, damit das im Alkoven hinpasst, mit einem 45-Grad-Winkel, damit das nach vorne guckt und nicht nach oben. Einfach so eine Art Dreieck. Ja, wenn einen 3D-Drucker hat und mir da helfen könnte, wäre ich froh. Einfach schreibt mir und dann reden wir die Details. Danke! Ja, und wenn ich da weg bin, dann läuft natürlich die Klima. Da hinten ist perfekt kühl. Es zeigt mir 22 Grad an. Sehr gut, unten ist sogar noch kälter, da wo die Hunde sind. So, jetzt ist es ganz schön heiß geworden. Es hat 29 Grad. Gestern war ich noch bei den Ausläufen der Karpaten bei 10 Grad. Also hier gibt es richtig weites Land, hat gar nicht so viele Dörfer, es ist nicht alles verbaut. So, jetzt habe ich die 35 verlassen, jetzt bin ich auf der 34.
noch 20 Kilometer bis zur Donau und da muss ich dann die Fähre nehmen, weil es weit und breit keine Brücke gibt. Wunderschön, diese Karpaten. Ja, kaum Autos, ich bin praktisch alleine, der da herumkurft. Ist eine andere Welt wie bei uns, da ist richtig Verkehr. Hier hat man einfach ja noch viel Platz. Da hinten sieht es nach Sturm aus. Ich liebe Stürme. So, richtig dunkel da vorne. Und jetzt habe ich die Donau erreicht. So nach Karte sollte sie jetzt da unten sein. Hinter den Büschen, Bäumen. Jawohl, da ist sie, die Donau. Ein Riesenfluss. Wow, guckt euch das an. Wie die groß geworden ist unterwegs. Die fängt ja in Donau-Eschingen an, da bin ich ja ganz viel gewesen. Und fließt noch weiter. Wow. Ja, die wollen glaube ich alle auf die Fähre. Ui, 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 ui. Ja, das ist ja krass. Was mache ich da? Ja, ich überhole die jetzt mal, weil ich will noch nicht auf die Fähre. Ich glaube erst morgen. So, ich habe mich gleich mal vor den Fährhafen gestellt. Da fährt gerade eine los. Und ich bin hier bei der Schutthalde. So, ich bin mich jetzt erkundigen gegangen. Da hinten ist das Terminal, auch der Zoll und so. Kein Problem, ich könnte da durch, könnte sogar alle überholen und vorne rein. Aber das Problem ist, es kostet 35 Euro oder 70 Lever und ich habe kein Geld mehr. Und Karte nehmen sie nicht. Scheiße, jetzt muss ich zum Bankomat mir Geld abheben und da habe ich einen Haufen Spesen drauf. Ja, geht nicht anders. So, jetzt habe ich meinen Schlafplatz gefunden, nicht weit vom Hafen. Gibt es hier eine Durchfahrt runter, ein Stückchen Land. Das Land sieht nicht so toll aus, aber dafür die Aussicht. Und Angie ist schon am Baden, das ist das Wichtigste. Super, jetzt hole ich meinen Camper. So, mein Platz habe ich da eingenommen und ein wunderbares Abendrot und ein riesen Frachtdampfer zieht gerade vorbei mit einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 3 Stundenkilometer. Also der hat ein Weilchen, bis der dann irgendwann vielleicht in Deutschland eintrifft. Da drüben ist übrigens Rumänien. Ja, und leider auch hier fließt das Abwasser ungeklärt in die Donau. Es müffelt auch, aber nicht in meine Richtung, ich stehe gerade hier. So, da passe ich ne glaub nicht durch, aber ich bin ja zu Fuß unterwegs. So, da wohnen wir schnell hoch. Es hat zwar angefangen zu regnen, aber vielleicht werde ich ja dann mal ein bisschen schöner. Und Angie hat eine Wunde, Straßenhund. Kaum sind wir angekommen, haben die gleich angegriffen. Ja, aber sie hat sich gewehrt. Antiker Turm. Also das Teil war mal eine Kirche. So, wir sind oben. Rumänien da drüben. Die Donau ist schon riesig, hä? Mann, oh Mann, du. Und das ist noch nicht mal der größte Fluss. Das sieht aus wie ein See. Bei uns ist das ein See.
Mit der Fähre fahre ich dann rüber. Ja, lesen kann ich es nicht. So, jetzt geht's auf die Fähre. Ich glaube, die haben sogar noch Platz für mich. Und schon bin ich oben. Noch da reinzirkeln und dann parken. Da musste ich durchfahren, hochfahren. Ein LKW hätte keinen Platz mehr. Ja, noch zum Zoll war eigentlich ganz einfach. Ich meine, die kannten mich, ich war gestern schon da. Ich muss zuerst die 70 Lev bezahlen für weiß nicht wie viele Taxen. Und dann musste ich den Ausweis vom Auto, vom Fahrzeug, dann haben sie den ausgetragen. Und dann noch zur Polizei und die waren sehr interessiert an meinem Wohnmobil. Und dann haben wir da nur rumgeredet über das Wohnmobil. Und ja, also alles tiptop und freundlich zu und her gegangen. Ich habe mir ihnen das Wohnmobil gezeigt, die waren begeistert. Und ja, jetzt bin ich schon auf der Fähre. Der ist gerade hinten angestanden. Am Unterfahrschutz. So, ich musste noch ein bisschen zurückfahren. Die verteilen das Gewicht ganz schön. Tipptopp. Jetzt wieder runter. Uiuiui, die LKW, die setzen alle hinten an. Der winkt mich immer wieder nach vorne, damit eben das Schiff vorne schön tief ist. Und er hat jetzt hinten die Luftfeder ganz hoch gelassen. Aber ihr seht, ja, das ist scheiße. Mehr kann ich nicht machen. So, die erste Hürde geschafft. Die fragte noch nach dem Passport für die Hunde. Habe ich, ja, habe ich gesagt und so. Und dann habe ich ein bisschen Thema abgewechselt. Ein bisschen Italienisch gesprochen, alles gut. So, in diesem kleinen Häuschen zahlt man noch eine Taxe. Aufpassen, Autoturismo, und das kostet dann nur 1 Euro. So, das war es wieder von mir. Leider eben hat es auch beim folgenden Video, das dann kommen wird, ich habe da die Clips durchgeschaut und da gibt es ein paar, die haben wirklich Tonstörung, ist echt scheiße. Ich muss das dann überspulen halt und nachsprechen. Ja, okay, dann danke, wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!